Ah ja, warte mal, für den da oben habe ich noch was und da brauche ich. Das ist auch noch nicht fertig. Und hier, warte mal, da waren die Motoren und wo müssen die Sender hier nochmal hin? Da fehlt noch das ESC. Die Aufhängung ist bei dem noch nicht ganz fertig gemacht. Da habe ich noch gar keinen Motor drin. Da muss ich den Sticker nochmal neu setzen und oh Gott, da geht es ja auch noch weiter. Hier muss ich noch lackieren und da ist er. Oh mein Gott. Uah, ihr kennt das, überall, wo man hinschaut, Projekte, 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 nichts ist wirklich fertig. Bei mir sieht es genauso aus und darum mache ich jetzt, mach deinen Scheißtag. Also, einmal im Quartal versuche jetzt die Projekte zu machen, die so kurz davor sind, fertig zu machen. Lass uns darüber mal reden. Und damit nochmal moin, moin und herzlich willkommen hier auf der Kressgarage zu einem neuen Video. Heute werde ich mal so ein paar Projekte durchgehen, die bei mir schon ein bisschen länger rumliegen oder sogar ganz aktuell sind, aber ich mache sie fertig, bevor sie wieder ins Regal kommen. Was gibt es heute zu tun? Wir haben einmal einen DT03, den Neofighter, mit dem bin ich am Wochenende noch unterwegs gewesen. Mein Sohn ist ihn mitgefahren, wir waren auf einem Sportplatz und er war etwas abgelenkt und ist mit Vollspeed in einen Zaun reingeknallt. Da hat sich hier vorne was gelöst und die Lenkung ist ein bisschen nicht mehr ganz so heile. Da muss ich was machen. Das nächste Projekt ist theoretisch das, was bei mir am längsten auf dem Tisch liegt, kann man sagen. Der M05 RA mit einem schönen Renault R5 kam damals raus, war ganz einer der letzten, den man sozusagen noch kaufen konnte, und war ein, ich glaube, Geburtstagsgeschenk Ende Mai. Habe mich da sehr, sehr drüber gefreut, dass ich dieses Modell hier gekriegt habe. Danach gab es ihn nicht mehr, war ja schon mal ein Re-Release. Dazu habe ich auch eins meiner ersten Videos gemacht. Das ist aber noch gar nicht online, aber ihr habt ihn bestimmt schon ein paar Mal gesehen. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Das Problem fürs Video, mitten in der Nacht, ich war so im Baueifer, habe ich weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht. Und damit es gut aussieht, habe ich die Seite bestickert. Die hier aber nicht. Also, ich habe noch so ein paar Anbauteile, die müssen hier ran. Befestigung und ein paar Sticker gemacht werden und theoretisch hier vorne auch noch ein bisschen was gestrichen, lackiert werden, damit der Wagen endlich so aussieht, wie er sein soll. Das steht an. Dann haben wir hier einen DT02 mit dem Holiday Buggy. Ein total schöner Buggy. Ich habe hier ganz stolz eine rote Limited Edition. Und da habe ich letztens mal ein Projekt gehabt, das wird bald auch weitergehen. Eine YouTube-Serie, wo ich günstige RC-Modelle bei eBay kaufe und die dann wieder restauriere. Das habt ihr vielleicht gesehen. Da gab es auch einen schönen Sandfire. Ich weiß gar nicht, welcher Buggy das war, aber auch ein Buggy auf dem DT02. Und damit ich das Video ein bisschen fertig gekriegt habe, musste ich hier was ausbauen. Also fehlt hier die vordere Karosseriehalterung von dem Holiday Buggy. Und damit der endlich wieder heile im Regal steht, habe ich mir dann nochmal die Originalteile zugeholt, werde die einbauen. Dann ist der auch wieder auf Vordermann. Und in einem Parkplatzvideo, was ihr gesehen habt, bin ich den TT02 gefahren in einer fast schon Stock-Version. Hat richtig viel Laune gemacht, da wird es auch bald viel mehr zu geben. Der war richtig schön. Aber am Ende wurde der Motor, das Getriebe ziemlich, ziemlich laut. Ich bin dann auch nicht mehr weitergefahren. Das Aluzahnrad, was dabei war, hat sich ziemlich abgefräst. Und so ein abgefrästes Aluzahnrad hat dann mein Hauptritzel, was da drin ist, ziemlich zerfräst. Ich habe das versucht jetzt so ein bisschen zu reinigen und zu reparieren. Klappt aber nicht. Ich hatte zufällig aber leider kein T70 Hauptzahnrad mehr dabei. Da habe ich in die Community gefragt, ob mir jemand helfen kann. Total dankbar, dass mir da geholfen wurde. Ich habe eins gekriegt, neues. Das heißt, das werde ich hier auch reinbauen. Dann nochmal das neue Motorritzel. Ja, und das sind so die Projekte, die ich heute mache. Also nichts Großartiges, aber ein bisschen was Nettes und ich kann ja ein bisschen auch was zu den Projekten erzählen. Also, kommt mal näher, wir fangen mal an. So, hier haben wir also den ersten Patienten, DT02 Holiday Buggy. Der war eigentlich schon mal ganz heile. Ich musste ihn aber ein bisschen auseinandernehmen. Ansonsten ein richtig schönes Teil. Ich habe ihn noch original aufgebaut mit einem kleinen 380er Motor. Könnt ihr natürlich aber auch einen stärkeren 540er Motor reinmachen. Aber es ist ja eher so ein Wochenend-Holiday-Buggy, mit dem man ein bisschen Spaß haben soll, mit dem man einfache Strandrennen sozusagen gefahren ist. Ja, eine Elektronik sonst. Wie noch einen alten elektronischen Fahrtenregler hier drin. Einen einfachen Carson-Servo. Aber jetzt wird erstmal das fehlende Teil aufgebaut. Hier sind so ein paar Sachen drin. Das ist das, was ich jetzt hier brauche. Wir haben hier noch die Motorhalterung für den kleinen 380er Motor. Wir haben hinten noch die andere Karosseriehalterung, die hier drauf sitzt.
Und dann gibt es auch ein paar Teile, wo ich gerade nicht was weiß, was es genau ist. Ansonsten ist das der Teileträger H. Ich nehme jetzt erstmal das gute Stück hier raus. Einmal oben abschneiden. Bisschen sauber machen. So, wo sitzt der? Der kommt, glaube ich, ganz normal hier vorne drauf. Ein paar Schrauben geholt. Ja, theoretisch war es das schon. Mal gucken, ob es passt. Vorne sitzt er drauf, hinten sitzt er drauf. Jetzt kann hier ein Karosseriepin rein. Hinten können wir auch welche machen, aber der hat hier so einen schnellen Schnappverschluss. Ansonsten Empfänger rein, Akku rein und theoretisch ist der Wagen wieder fahrfertig. Wenn ihr da mal wieder ein Fahrvideo von sehen wollt, meldet euch mal. Ansonsten gibt es, ich glaube hier ist das I, ne? Auf dem I mal ein Video, was ich zu dem Wagen gemacht habe. Bleiben wir in der Buggy-Familie. DT03. Neofighter, ziemlich cooles Teil. Hat richtig Spaß gemacht, wir waren damit unterwegs. Was ich jetzt machen muss, ist einmal den Servo rausholen und dann das Servohorn austauschen, was ich hier noch von einem anderen Projekt hatte. Machen wir auch hier mal so ein bisschen gerader schon mal alles. Ich hole mal den Servo raus. So, die vier Schrauben vom Servo. Jetzt kann ich den nach hinten rausnehmen. Jetzt kann das hier wieder drauf. Schraube wieder rein. Verbaut habe ich übrigens ein Low-Profile-Servo von Carson. Ziemlich gutes Teil eigentlich. Auch von den Servos, die es so gibt, von Carson einer der schnelleren. Jetzt muss ich... Wie machen wir das? Da sind die so verschraubt. Ich brauche mal ein paar mehr Werkzeuge. Die beiden Kugelköpfe sitzen wieder fest. So, das kommt wieder hier drauf. So, den Servo wieder an seine Position bringen. So, dann ist das jetzt wieder gut. Jetzt die Lenkung wieder aufdrücken. So, das passt schon mal wieder. Habt ihr hier gesehen, ist der Reifen von der Felge gesprungen. Liegt daran, weil ich es nicht geklebt habe. Nur draufgesetzt habe. So, das sieht wieder gut aus. Reifen ist wieder dran, alles wieder dran. Der Akku kommt zum Laden. Ich setze die Karosserie mal wieder drauf. Und ab zum nächsten Projekt. Ach komm, machen wir mal kurz den TT02. So, Karosserie kann ab. Ich habe schon mal versucht, Motorritzel. Oder ich habe das Motorritzel schon getauscht und habe versucht, das Hauptzahnrad wieder auf Vordermann zu bringen. Das hat nicht so zu meiner Zufriedenheit funktioniert. Darum jetzt gegen ein neues austauschen. So, das kommt beiseite. Das kommt raus. Also ihr seht hier das alte Zahnrad. Ihr hört es auch noch. Ist recht laut, das heißt, das baue ich jetzt mal aus. Mal kurz den Motor rausnehmen. Hier wird das Zahnrad schon ausgetauscht und ja, viele werden meckern. Ich habe es aber nur gerade da gehabt, ich habe es wieder gegen ein Alu-Zahnrad ausgetauscht. Aber guckt euch mal den Unterschied an. Das war das alte, das ist das neue. Das sieht mehr aus wie ein Sägeblatt. So, um jetzt das Hauptzahnrad rauszubekommen, müsst ihr das hintere Diff einmal öffnen. Dazu gibt es einige Schritte. Zum einen Dämpferbrücke abnehmen. Dann können wir das Diff hier unten lösen. Vier Schrauben sind es. Wir brauchen nämlich ein bisschen Platz, damit wir das Ganze bewegen können. So, jetzt kann ich das Ganze hier so ein bisschen anheben.
Und dadurch habe ich jetzt auch genug Spiel, um zum einen die Aluwelle, die ich reingesetzt habe, rauszunehmen und dadurch dann auch das hintere Hauptzahnrad. So ist es aufgebaut, ist kein Speedgetriebe dran. Hier das neue, hier das alte. Die tausche ich jetzt aus. Ganz einfach von hinten abnehmen. Kugellager, dann schon das Hauptzahnrad. Da fehlen auf jeden Fall ordentlich Zähne und die sind auch alle ein bisschen krumm. Das Hauptzahnrad wieder drauf. Achtet darauf, dass euch der Stift hier zwischen nicht wegfliegt. Dann kommt ein Kugellager rein und das Zahnrad sozusagen, was hinten das Differential antreibt. Dann können wir das Ganze wieder einbauen. Die Kardanwelle rein. Das Ganze anheben hinten auch. Dann können wir es wieder festschrauben. Die Dämpferbrücke wieder dran und gleichzeitig sozusagen die oberen Radmitnehmer wieder einhängen. Wenn ihr so einen Elektroschrauber benutzt, passt immer am Ende auf. Ich lasse das immer sehr locker am Ende laufen. Nicht, dass ihr die Schrauben überdreht. So, das heißt vorne und hinten. Das sitzt jetzt wieder. Hauptzahnrad läuft auch schön sauber. Jetzt setze ich den Motor wieder rein. Das hört sich doch schon viel besser an. Jetzt kann man noch mal gucken von der Positionierung, ob das Motorritzel das Hauptzahnrad gut erwischt. Liegt gut an, nimmt ziemlich viel oder die komplette Fläche mit. Schraube ich den Motor wieder von unten an. Jetzt von oben die Abdeckung. Wenn ihr diesen Verschleiß am Motorritzel nicht haben wollt, solltet ihr euch natürlich welche nehmen, die nicht aus Aluminium sind. Es gibt andere Hersteller, unter anderem Carson und Tamiya selber, die auch Stahlmotorritzel anbieten. Das wäre auch gemacht. Das heißt, so, jetzt kommen wir zum schönsten Projekt, wie ich finde. Obwohl, genau von der Seite sieht er noch nicht so gut aus. So rum sollte ich ihn vielleicht hinstellen. Obwohl, auch hier fehlt noch einiges. Das heißt, erstmal Karosserie abnehmen. Mal drunter gucken. Vom Chassis selber ist alles tipptopp. Der ist noch ungefahren, nagelneu. Bei der Rallye-Version gibt es unter anderem so eine Art Unterbodenschutz und Motorschutz, der hier so ein bisschen verhindern soll, dass der direkt vom Reifen sozusagen in den Motor reingedrückt wird. Gibt es auf beiden Seiten. Hat auf dieser Seite aber mehr so eine Schönheitsfunktion. Ich habe mir hier schon so ein bisschen Tuning eingebaut. Ich habe bei der Lenkung hier vorne Alu eingesetzt. Eine kleine Fahrerfigur, die habe ich schon mal bemalt. Das heißt, hiermit mache ich jetzt gar nichts, das kommt beiseite. Wir gucken uns jetzt mal dieses Baby hier an. Und da gehe ich mal so ganz grob jetzt mit dem Tuch drüber, putze das mal so ein bisschen hier ab. Also, was die Karosserie auszeichnet, die Front aus ABS-Kunststoff. Das musste man von innen so freischneiden. Und dann muss man auch die Front, die bis jetzt nur mit einer Schraube fixiert ist, auch noch ein bisschen lackieren. Also theoretisch kommt da noch ein Gelb dran, habe aber nicht die richtige Farbe gefunden. Ein bisschen Schwarz glaube ich auch. Na, mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was lackiere. Gucken wir gleich mal die Bauanleitung an. Die ist hierbei. Genau wie die restlichen Sticker. Die sind übrigens nicht freigeschnitten, die müsst ihr selber freischneiden. Also so ein paar habe ich ja noch, ungefähr die Hälfte, würde ich mal sagen, habe ich ungefähr geschafft. Der Rest kommt noch. Hier ist die Anleitung zum Renault 5 Turbo. Auf der wird erklärt, wie schneide ich sie eigentlich aus, wie lackiere ich sie. Und das ist nämlich bei dem schon so ein bisschen kompliziert. Den muss man nämlich in verschiedenen Farben und Schritten lackieren. Das heißt, wir haben ein weißes Dach gehabt, PS1. Wir haben einen Teil gehabt, der ist schwarz. Und ein Teil gehabt, der ist weiß und dann nochmal was hier unten mit weiß und schwarz und gelb. Und hier wird auch schon gezeigt, wo denn hier die Sticker drauf kommen, um die Übergänge so ein bisschen zu helfen. Dann gab es die verschiedenen Schritte zum Lackieren. Und dann ist hier der große Bogen für die Sticker. Das mache ich jetzt mal und dann wird hier noch erklärt, wie ihr die Front lackieren müsst. Das heißt, die Front, das ist das Teil, wird zum einen mit FX habe ich hier. Ich habe hier ein LP3, aber es sollte halt ein schwarzes Matt sein. Flat Black ist das hier auch. Dann soll da was in Orange hin. Habe ich gar nicht.
Das sind dann wohl hier die Bremslichter. Dann soll noch was in Lemon Yellow. Weiß ich auch nicht, was ich da nehmen soll. Und in Schwarz. Also ich probiere es einfach mal, das noch ein bisschen zu lackieren hier vorne. Ich nehme einfach mal hier das Gelb da. Schneide die Karosserie noch ein bisschen weiter aus und mache jetzt die Sticker alle fertig. Das heißt, zuerst baue ich jetzt mal die Front nochmal ab. Jetzt passt die Front schon mal besser rein. Dann lackiere ich jetzt erstmal den Bereich hier. Also ich habe einen Pinsel hier, ich habe ein bisschen Paintkiller von Carson hier, um die Farbe wieder zu lösen. Wir machen jetzt mal als erstes, das muss noch schwarz. Ich fange mal mit den hellen Farben an. Muss wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Schritte gemacht werden. Aber ich lackiere einfach mal. Der René Fumpf ist ja damals, oder in dieser Version, in der Gruppe B auch Rallye gefahren. Also war für mich jetzt schon fast so ein Pflichtkauf. Also Rallye-Papa, der ich denn da so bin. War ein Re-Release von einem ganz alten Modell. Hinter mir mal am Start hatte. Damals auf einem ganz eigenen Chassis noch. Mit dem Chassis ist später auch noch der Golf MK1 rausgekommen, glaube ich. Den haben sie auch nochmal auf dem M05 aufgelegt neu. Den habe ich auch. Und der hat auch das Ding, dass die Front aus ABS-Kunststoff ist. Wenn man den im Originaldesign lackieren will, muss man echt viele Farben kaufen. Ich habe ihn auch noch, muss mal gucken, was ich mir da überlege, was wir da für ein schönes Projekt draus machen. Ein paar Designs habe ich mir schon mal angeguckt, was man damit machen könnte. Und so ein bisschen nicht ganz so aufwendig und farbintensiv zu haben. Vorsichtig malen hier. Vorne hinten. Ich würde auch sagen, wir gehen hier mit ein paar mehr Schichten drüber. Damit es einfach ein bisschen kräftiger wird. Was ihr manchmal auch machen könnt, wenn ihr nicht jetzt den ganzen extra Farben kaufen wollt. Ihr nehmt eine Sprühdose, sprüht in den Deckel von der Dose rein, habt dann die Farbe da und könnt die auch nochmal streichen. Ist dann halt nicht genau das gleiche. Aber hält eigentlich auch. Deckel wieder drauf, bevor es umkippt und ihr eine ganz riesen Pfütze habt. Jetzt mische ich mir mal ein bisschen was hier. Ein bisschen Gelb. Ein bisschen Rot. Und dann mal mischen. So, jetzt haben wir ein bisschen Orange. So, oranger kriege ich es nicht. Das sieht so aus. Jetzt sind die unteren weißen Flächen muss ich jetzt noch schwarz lackieren. Dann wird so grob die Front gemacht. Ich lasse das hier nochmal trocknen. Dann mache ich nochmal die Überstände, die jetzt noch gelb sind, mit schwarz. Und weitermachen mit den Stickern. Sticker, scharfes Messer, eine gute Unterlage. Und dann geht's ran. Ihr seht ja schon hier, was jetzt kommt. Zum einen habe ich jetzt hier Linien, mit denen ich über sozusagen die Lackierkante überklebe. Falls ihr den nicht ordentlich sauber hingekriegt habt. Bei mir sieht es eigentlich gut aus, aber da kommt auch noch ein bisschen Weiß mit rein. Das heißt, ich schneide jetzt erstmal die Seitenteile hier aus. Vorne mit der Biegung. Wir fangen hier vorne am Licht an. Es geht auch bis zum Licht rüber. Dann schön auf der Linie entlang. Bis zum Türgriff vorne. Ab dem Türgriff. Und dann von der Außenkante noch innen reindrücken. Ah, sehr schön. Das ganze Chassis ist übrigens im Maßstab 1 zu 12. Also kein 1 zu 10er, 1 zu 12er auf dem M-Chassis.
Sieht doch schon wesentlich besser aus. Vorne fehlt noch eine 11. Aber das hat auch ganz gut geklappt. Also hinten noch die Sticker aufgebracht. Jetzt haben wir hinten alle Sticker. Hier alle Sticker. Da, da alle Sticker. Und da alle Sticker. Jetzt haben wir die Front auch. So, da haben wir es alles geschafft. Also, GT02 wieder ready zum Fahren. Naja, Empfänger muss noch rein und Akku. GT03 wieder ready zum Fahren. Mein Parkplatzrenner wieder zum ready zum Fahren. Da wird es bald auch noch mehr geben. Und mein M05 RA Renault Turbo 5 auch ready. Mit dem werde ich auf jeden Fall bald mal rausgehen, in den Park nochmal so ein schönes Rallye-Video drehen. Der freut sich auf jeden Fall auf eine Ausfahrt. Vielleicht nehme ich noch ein paar andere Gruppe B Rallye-Fahrzeuge mit. Das wird schön. Ja, mich würde mal interessieren, was habt ihr denn noch so für Projekte zu Hause, die kurz davor sind, vielleicht fertig zu werden? Schreibt das gerne mal unten drunter. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt auch die gerne unten drunter. Ich versuche sie zu beantworten. Mir hat das Ganze Spaß gemacht. Sowas wird es bald wieder geben, weil in dem Raum da hinten sind noch jede Menge Projekte, die fertiggestellt werden müssen. Ich sage jetzt einfach nur noch, lasst gerne ein Abo da, gebt mir einen Daumen nach oben, drückt die Glocke, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Ansonsten, ciao und tschüss, bis bald, euer Kress.